Die Wirtschaftsweisen werden im Frühjahr, ähnlich wie die Bundesregierung jetzt, ihre Prognosen für das Wachstum in diesem Jahr senken. Das sagte die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Auch mittel- bis langfristig seien die Perspektiven nicht rosig, sagte Malmendier. Das ganz große Hemmnis für Wirtschaftswachstum in Deutschland ist sicherlich das sogenannte Arbeitsvolumen, einfach die Stunden, die in Deutschland gearbeitet werden. Und mit denen geht es dramatisch bergab. Das hängt einerseits mit der Überalterung unserer Bevölkerung zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass die Anzahl von Stunden, die eine Erwerbstätige arbeitet, weiter sinkt. Gen Z arbeitet vielleicht nicht ganz so viele Stunden wie vorherige Generationen. Da gibt es nochmal jetzt einen deutlichen Schub dadurch, dass die Babyboomers in Rente gehen werden. Das ist eine der größten Beschränkungen, der wir ausgesetzt sind, was das Wirtschaftswachstum betrifft. Wie können wir dagegen steuern? Na, zum einen hat uns die Immigration so ein bisschen gerettet, da aktiv weiter daran zu arbeiten, die Fachkräfteeinwanderung oder, um ehrlich zu sein, die Einwanderung jeglicher Arbeitskraft, die in Deutschland arbeiten möchte. Das ist die ganz große Beschränkung, die wir im Augenblick haben. Das möchte ich gerne als erstes erwähnen. Auch Anreize zum Arbeiten setzen, Arbeiten attraktiv und interessant zu machen, kann da eine große Rolle spielen. Aber allein mit inländischen Arbeitskräften, egal wie hoch wir die Erwerbsquote bekommen, wie gut wir die Anreize setzen, wie viele Frauen wir in den Arbeitsmarkt bekommen, die Lebensarbeitszeit verlängern, das wird nicht reichen. Wir brauchen die Immigration. Bei einem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen droht Europa aus Sicht von Malmendier neuer Ärger im transatlantischen Handel. In Sachen Zölle könne es alle Branchen treffen, sagte Malmendier. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass auch die Automobilindustrie ins Visier Trumps geraten könnte. Oh ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, insbesondere weil es gerade in der Automobilindustrie ja jetzt viel Wandel gibt, Umstellung auf Elektroindustrie. Wie können wir dafür sorgen, dass Amerika ganz vorne mitspielt, aber sicherlich auch bei den traditionellen Verbrennungsmotoren. Wie können wir dafür sorgen, dass sie da den letzten Cent noch rausholen können? Also die würde ich auf gar keinen Fall ausnehmen. Also ich würde da wirklich keine Industrie insbesondere herauspicken wollen. Ich denke, alle müssen sich da wappnen. In Sachen Zinsen sieht Malmendier die Europäische Zentralbank EZB auf eine Zinswende zur Jahresmitte hin steuern. Die Hüter des Euro würden aber voraussichtlich der US-Notenbank Federal Reserve, Fed, den Vortritt lassen, sagte die Ökonomin.